Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist wieder Feldsturm für PFcasts. Und RTO hat mir schon wieder eine E-Mail geschickt. Ich habe jetzt rausgefunden, dass er nicht Rico heißt im realen Leben. Und er spielt hier auf Antigua Shipyard gegen Symfo. Okay, Symfo. Und Symfo startet hier unten rechts auf dieser Position. Und RCO startet hier oben links. Er ist blutrot oder dunkelrot, wie man möchte. Und Symfo ist königsblau. Und als Terraner unterwegs. Und aus irgendeinem Grund versucht mir gerade meine Festplatte ans Bein zu pissen. Also die Festplatte, die mein Windows trägt. Zum Glück habe ich StarCraft auf einer SSD installiert. Und ich muss mal warten, bis mein nächstes Taschengeld ankommt. Taschengeld, ja. Quatsch. Wenn ich wieder bezahlt werde. Und dann wird sich eine andere SSD gekauft. Da wird dann das Windows drauf gespielt. Ich muss mal gucken, wie ich das machen kann. Ich habe mal gehört, man kann das Betriebssystem einfach kopieren. Aber das werden wir dann sehen. Das ist eigentlich mein Problem und nicht eures. Das ist mein Bier. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß heute bei dem Cast. Und was haben wir jetzt gesehen? Er hat gerade der SV von Symfo einen kleinen Zappelanfall bekommen. Stellt jetzt seine Barracks hin. Sieht aus wie ein Standard-Wall. Währenddessen hier dieser Automaton 2000 ein bisschen rumrennt und sich das Ganze anguckt und nicht so richtig weiß, was überhaupt losgeht. RCO denkt sich, ja, okay, ich mache ein Standard-Opening. Während hier noch ein bisschen gequatscht wird, von wegen, ja, welche Liga bist du? Ja, ich bin Silber. Und Symfo sagt, ich bin Top-Gold. Kann ich jetzt nicht nachprüfen. Ich würde jetzt einfach mal Symfo vertrauen. Und RCO hat seinen 14-Pool gesetzt. Jetzt werden wir mal sehen, was jetzt passiert. Hier werden fleißig Drohnen gepumpt, beziehungsweise auf Symfos Seite wurde schon die erste Refinery an den Start gebracht. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin heute richtig, richtig wach. Ich merke, dass ich ohne Punkt und Komma reden kann und das gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Das macht immer einen guten Eindruck, wenn der Caster ohne Punkt und Komma spricht und auch nicht dazwischen atmet, zwischen den Wörtern. Und wir gucken mal, was jetzt für die Drohne macht. Die rennt jetzt erst zu dieser linken Position. Da wird sie nicht finden, geht dann hier rüber und da wird sie wahrscheinlich Glück haben, beziehungsweise wird hier unten feststecken und sie sagen, da komme ich nicht rein. So, SCV von Symfo rennt jetzt auch hier hoch und wird jetzt auch hier oben hinrennen. Währenddessen hat der Overlord von RCO schon diese Basis hier oder diese Spawn-Location ausgekundschaftet, hat da aber nichts gefunden. Und Symfo geht auf sein Command-Center, während RCO sich denkt, no, ich könnte mal ein paar Linke pumpen und gucken, was wir machen können, ein bisschen rumrennen, gucken, wo die hingerallied sind. Die gehen über die komplette Map, jetzt sehe ich es natürlich nicht mehr, auch nicht schlecht. Aber ich denke, die werden irgendwo hier runterrennen. Zumal der Overlord diese Position ausgescoutet hat, die Drohne war jetzt hier, dann weiß RCO per Ausschlussverfahren, dass Symfo sich hier unten befinden muss. Und hat hier einen schönen Rallypoint gesetzt aus der Barracks raus bis hierhin und hierhin, dass nicht passiert, dass vielleicht ein Marine nach draußen gerallied wird. Was jetzt nicht das Problem wäre, weil er könnte einfach das Supply-Pro runterlassen und wieder reinrennen und wieder hochmachen. Und RCO denkt sich, okay, ich mache einfach ein Makro-Game, beziehungsweise ich nehme einfach meine Natural Expansion hier. Und macht zeitgleich eine Queen, hat jetzt den Metabolic Boost an den Start gebracht, währenddessen Symfo in eine Barracks baut. Und jetzt gibt es eine ganz kurze Verschnaufpause, während Symfo seinen Reaktor baut. So, also ich habe mal gehört, dass Atmen ein tolles Ding ist. Dieser Link hier, der ist kurz mal reingerannt, wurde von den Marines beschossen, hat es aber geschafft, wieder rauszurennen. Also kein Verlust auf dieser Seite, wir können das nochmal checken, da ist nichts passiert. RCO geht jetzt schon auf den Roachworm, den setzt er hier vorne hin. Währenddessen Symfo ein bisschen in Mineralien schwimmt, mal gucken, was er da macht. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht eine Expansion setzen möchte, beziehungsweise die ein oder andere Barracks jetzt noch mit an den Start bringen will. Aber so wie es aussieht, nutzt er den Gebäudeswap hier, um zwei Hellions zu pumpen und das passiert jetzt auch schon. Hat den Rallypoint nachher draußen gesetzt, ich glaube nicht, dass sie sich hier durchmogeln können. Ich denke, die werden hier irgendwo auch drinnen rausploppen. Und RCO baut jetzt eine zweite Queen, während die erste hier schon fleißig spuckt. Und mal gucken, wann er auf das zweite Gas geht, beziehungsweise ob es überhaupt in geraumer Zeit vorhat. Man könnte da jetzt auf leer tacken mit den 100 Gas, hier sind ja auch schon 100 wieder auf der hohen Kante, sobald er die 150 Mineralien hat. Aber mittlerweile denkt er nur ans Roaches pumpen und das passiert jetzt auch schon hier, das sieht man in diesen Eiern, da sind schon die Roaches drin, beziehungsweise im Produktionstab. Und Symfo fährt jetzt schon mit den ersten beiden Hellions hier raus, dieser Link wird das auch scouten, wird aber in die Flammen rennen, jawohl, da ist er schon weg. Und der SV von Symfo hat sich hier positioniert, um zu gucken, wann die zweite Expansion gesetzt wird von RCO. Und während Symfo hier diesen ersten kleinen Push in die Mitte versucht, baut er schon sein Command Center und wird es dann in geraumer Zeit hier rüberfliegen. Ich hoffe, dass er den Fehler nicht macht und das sofort rüberschickt, sondern zuerst das Orbital Command baut und dann rüberfliegt. Zumindest in meinen Büchern wird das so gemacht. Und die Barracks ist jetzt hier von dem
TechLab weggeflogen und die Factory, die zweite Factory, wird sich dann an dieses TechLab hier setzen, beziehungsweise nein, jetzt wird sogar noch eine Factory gebaut, also es wird ein sehr Factory-lastiges Bild, scheinbar könnte das ein Mac-Bild werden, mit vielen Siege-Tanks, vielleicht mit dem einen oder anderen Tor, und die Roaches haben jetzt schon die Hellions hier gescoutet und haben ihn mit einem Schlag gekillt, also einen schönen One-Hit, und RCO hat jetzt ein bisschen Blut geleckt, der rennt jetzt los mit den Roaches. Und da die noch keine Clear Reconstitution haben, brauchen die eine relativ lange Zeit, um hier über die Map zu rennen. Wir können uns das mal angucken in der Zwischenzeit. Beziehungsweise, ich werde jetzt einfach mal erzählen, was Symfo macht. Symfo baut jetzt sein zweites Command Center, wird also eine Double Expand anstreben. Und wir werden mal sehen, wie er das macht. Noch ist hier das Command Center, jawohl. Er macht das richtig, er tut das sofort zum Morphing, hieß es tatsächlich. Okay, ich würde es umbauen nennen. Also er morpht seinen Orbital Command an dieser Stelle hier ran, währenddessen sind die Roaches schon hier angekommen und werden wahrscheinlich die Hillions hier töten. Jawohl, das hat ganz gut geklappt. Supply Depot muss hochgemacht werden, auch gut. Und in seiner Basis hat er jetzt den einen oder anderen Spinecrawler gebaut. Da haben wir hier einen stehen und zwei weitere hier, um diese Expansion zu schützen und hier den kurzen Weg zu dieser Rampe. Why all in? Okay. Also diesen kurzen Weg zu dieser Rampe zu verlängern. Und die Roaches gehen hier drauf und ja, machen das alles kaputt. Und so wie es aussieht, ist Symfo nicht wirklich dazu in der Lage, hier zu verteidigen. Was wird jetzt hier gebaut? Siege Tanks, okay, zwei Stück. Beziehungsweise hinten noch sind eine Menge Marines in der Projektionsliste drin. Und Siege Tanks können nicht viel machen. Und ich glaube, das sieht, ja, das sieht wie GG aus. Und beziehungsweise es wäre ein GG, hätte er ein GG geschrieben. Ich sag, das war ein GG. Der Terraner hat auf jeden Fall das außer Acht gelassen, hier eine ausreichend große Armee zu bauen, um seine Basis zu verteidigen. Hat versucht, so einen Stil zu fahren, wie, wer macht denn das immer, wer? Idra zum Beispiel, die expandieren immer sehr, sehr schnell. Idra spielt natürlich Zerg, aber er hat hier versucht, Dragon macht das auch sehr gern, dass er während einer Verteidigung noch ein Command Center baut, beziehungsweise davor schon wie wild expandiert. Es hat in diesem Fall nicht geklappt, RCO hat einfach genug Roaches gebaut und hat dann in Two-Base gespielt, ohne die dritte Expansion zu nehmen. Es hat an dieser Stelle ganz gut geklappt. Wäre das schief gegangen, hätte er sich wieder zurückziehen können, da das aber gut geklappt hat. Würde ich sagen, das war ein sehr, sehr schönes Spiel. Da kann man mal sehen, was passiert, wenn der Terraner keine Einheiten baut. Beziehungsweise wäre Protoss gewesen, hätte keine Einheiten gebaut, sieht das gleich aus. Und es sorgt genauso. Also denkt immer dran, Einheiten zu bauen und nicht nur, wie wild zu expandieren. Weil ein Makro-Game ist alles schön und gut, aber wenn man am Anfang nicht überlebt, dann kommt man nicht ins Makro-Game und hat verloren und kriegt Punktabzug und dann steigt man in der Leiter ab. Das war es auch schon wieder von mir. Ich bin Feldsturm für PFcasts und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!